Ah, ihr guten Leute von edlem Blut. Schleimer, wir sind nicht edel. Die ihr dem Schicksal den Federhandschuh entgegenwerft. Kommt und werdet Zeugen der Extreme, durch die ein Mann sein Eigentum schützt. Ich mache euch einen Sonderpreis für eure ganze Gruppe von 60 Goldmünzen. Nicht, dass ihr es nötig hättet. Abgemacht, mein Herr, wann geht es los? Das ist zu viel Geld für meinen Beutel. Ich habe kein Interesse an eurem Abenteuerausflug, Werbetrommler. Sagen wir mal abgemacht, 60 Goldmünzen können wir uns ruhig leisten. Das füllt meine Quote für diese Führung. Los geht's, denkt daran, euren Lieben einen Abschiedskuss zu geben, denn vielleicht werdet ihr sie niemals wiedersehen. Wir treffen uns am Fuße des Turms. Ohne mich würdet ihr garantiert getötet werden, durchfürchtet euch nicht, nur ich kann jede Räume betreten, die andere aus Angst vermeiden. Hogans Dornblade bittet uns für einen verzauberten durchaus Dulax-Turm, für ihn einen verzauberten durchaus Dulax-Turm zu holen. Dadurch ist ein Familienerbstück und wir sollen es ihm nach Ulgots Beard bringen. Man sagt, dass es im Turm zahlreiche Fallen gibt. Ich habe einen Burschen namens Ike getroffen, der geführte Touren in Dulax-Turm anbietet. Sieht ganz so aus, als wenn sie eine Art Touristenattraktion aus deinem Todesfall gemacht hätten. Ich will die Tour auch mitmachen, sollte Ike so schnell wie möglich am Turm treffen. Da wird schon nichts passieren. Sie würden ja keine Leute reinlassen, wenn es immer noch gefährlich wäre. Hm. Werden wir sehen. So, wer bist du? Es war mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich versuche gerade zum Meditieren-Abenteuer. Kommt später wieder. Okay, wir kommen wieder, bevor wir den Ort verlassen. Hier ist schon mal verschlossen. Also immerhin. Gucken wir mal hier rein. Denn ich verschwinde jetzt. Wer es erkennt, das hier haben sie ein bisschen arg recycelt. Geschichte der Tals der Götter. Das hier ist nämlich das Obergeschoss eines normalen Hauses aus Berikost oder Baldur's Tor. Wie man hier sehen kann, hier ist nämlich noch das Treppengeländer, aber statt einer Treppe liegt hier ein Teppich. Oh. Schnell raus hier. Man sollte nicht vergessen, wir sind immer noch in der Region Baldur's Tor. Auch hier kann es scheinbar Wachen der flammenden Faust geben. Dabei wollte ich eigentlich nur mit der Frau hier reden. Und habe mich aus Versehen gierigerweise verklickt. Böse Imoen. Böse Imoen. Ja, ich weiß, ich bin selber schuld. Hier ist ein kleiner See, um den wir einmal kurz rumgehen können. Oder auch nicht. Okay. Dann muss Simon jetzt bitte wieder zurückkommen. Ja, gut. Und wir sehen uns dann weiter hier in diesem Dorf um. Das Dorf ist zum Glück nicht ganz so groß. Ja? Aber es gibt hier doch viel zu entdecken und erledigen. Denn ich verschwinde jetzt. Ein besserer So, erst einmal gucken wir hier rein. Ich hab genug davon. Das Haus hier sieht genauso aus wie das letzte. Wenigstens haben sie eine Badewanne, aber eine Küche haben sie nicht, weil die eigentlich im Untergeschoss sein sollte. Dieses Haus wäre leer, aber wir lassen das jetzt mal mit dem Clown. Wir haben genug Gold. Denn ich verschwinde jetzt. Was wollt ihr? Und Pfeile. Gut. Nichts leichter als das. Dann gucken wir mal hier oben am Wirtshaus weiter vorbei. Ja? Ich habe von euch gehört. Ihr habt ein merkwürdiges Auftreten und ich kann euch ganz schön... Und ich kann auch ganz schön weit gehen. Ich kann euch brauchen. Was sagt ihr dazu? Ach, das ist Chandala. Kleine Hintergrundinformation. Der hier ist der Vater der drei verrückten Magierinnen aus Baldur's Gate, denen wir die Gegenstände abgenommen haben für das Luftschiff. Es ist ganz nützlich zu wissen, wenn wir die drei getötet hätten, dann wäre er jetzt nicht so freundlich zu uns, sondern würde uns ohne Wenn und Aber auf seine Mission schicken.
Ich weiß nicht, wer ihr seid. Stellt euch vor, da sehen wir, ob ich euch helfen kann. Ich habe keine Zeit für euch, alter Mann. Wer ihr auch sein mögt, ich bitte euch höflichst, mich in Ruhe zu lassen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, ob ihr der seid, der ihr vorgibt zu sein. Tragt euer Anliegen vor, dann werde ich es wissen. Nehmen wir das mal. Vernünftig. Ihr mögt der sein, der ihr scheint. Dennoch muss ich euch testen, um mich eurer Art zu vergewissern. Ich möchte euch um etwas bitten, und zwar, dass ihr einen Gegenstand zurückholt, den ich vor einiger Zeit verlor. Ihr werdet von diesem Ort an einen anderen gesandt, und wenn ihr erfolgreich seid, werdet ihr zurückkehren dürfen. Einfach genug, wenn ihr mich fragt, aber das trifft heute schließlich auf die meisten Dinge zu. Es handelt sich um einen Umhang, den ich am falschen Ort liegen ließ. Könnt ihr ihn mir holen? Er spart mir einen anstrengenden Abend. Was meint ihr? Warum wollt ihr, dass ich diesen Auftrag ausführe, wo ihr doch selbst mehr als fähig dazu zu sein scheint? Ich werde tun, was ihr verlangt. Wann soll dieser Auftrag ausgeführt werden und wo soll ich gehen? Ich mache solche Geschichten aber nicht umsonst. Ihr müsst mir schon etwas bieten oder ich hau euch den Lohn aus den Knochen. Bietet ihr eine angemessene Belohnung für diesen Auftrag? Nehmen wir erstmal das Erste. Es gibt noch andere Dinge, die meine Aufmerksamkeit verlangen. Deshalb ist es besser, wenn ihr geht. Außerdem kenne ich euch nicht und dies ist eine gute Gelegenheit zu sehen, wes Geistes Kind ihr seid. Ich weiß ja bereits, dass ihr mehr am Warum als am Gewinn interessiert seid. Werdet ihr das tun? Nicht jetzt, ich muss mich erst vorbereiten. Warte nicht zu lange, dieser Auftrag muss bald ausgeführt werden. Ja, der Auftrag von Chandala ist der einfachste der vier Aufträge, die wir in diesem Spiel haben können. Würden Sie bitte zur Seite gehen? Oh, ein neues Gesicht in der Stadt, was? Ein gutes Jahr für Kabeljau. Heute Abend kriegen meine Buben einen leckeren Fisch gebraten. Wenn Kinder unbedingt Fisch mögen. Das hier sieht wieder wie eine Art Tempel aus. Okay, hier können wir nicht lang gehen. Auch wenn da ein Huhn lang... Achso, da ist der Zaun im Weg. Gut. Das erklärt's. So, gehen wir erstmal hier rein. Was gibt's Neues? Oh, die Frau will mit uns... scheint keine normale Bürgerin sein. Seid gegrüßt, Abenteuer. Ihr müsst mich entschuldigen, wenn ich heute kein anderes Wort über die Lippen bringe. Meine Familie hat einen Verlust zu beklagen. Sorgt euch nicht, gnädige Frau. Können wir irgendwas tun, um euch zu helfen? Ich verstehe, in diesem Fall werden wir euch nicht länger stören. Eure läppischen Problemchen kümmern mich nicht. Ich habe Fragen, die beantwortet werden müssen. Nehmen wir das Erste, das ist für Talisa das Taktvollste. Es sei denn, ihr wollt meinen verlorenen Sohn suchen, sonst nicht. Erzählt uns die Geschichte, vielleicht können wir helfen. Ich habe, oder vielleicht sollte ich sagen, ich hatte einen Sohn namens Dalton. Er schloss sich einer Gruppe von Abenteurern aus Tiefwasser an. Dalton war so besessen von der Idee, ein Held zu sein, doch er hatte weder die Intelligenz noch die Fähigkeiten dazu. Doch ist es das Schicksal einer Mutter. Sie muss dabei zusehen, wie ihre Kinder große Dummheiten begehen, trotz ihrer Warnungen und Bedenken. Mein armer Junge trägt diese Dummheit aufs Höchste. Er und seine dummschädligen Kohorten nahmen es auf sich, die Tiefen von Dolaks Tod zu erforschen. Sie kauften einen Schlüsselstein von diesem Gauner Kalkin und machten sich auf den Weg. Wie ich auch bettelte und flehte, Dalton bestand darauf, mitzugehen. Heißt er jetzt Dalton oder Daltan? Die Gruppe kam nie zurück. Ich fürchte, dass sie den Konstruktionen des verrückten Zwerges zum Opfer gefallen sind. Dies ist die Geschichte, traurig, aber wahr. Seid beruhigt, Frau. Wir werden euren Sohn finden, wenn er noch lebt. Vielen Dank. Solche Güte von Fremden ist in diesem harten Leben ungewöhnlich. Ich werde kein Auge zutun, bis Dalton zurückkehrt. So, das heißt, wir haben schon mal drei Aufträge, die uns zu Dulaks Turm führen. In Urgos Beard hat uns eine Frau namens Tirela gebeten, ihren verschwundenen Sohn Dalton in Dulaks Turm zu suchen. Beinahe unter meiner Würde. Das heißt, wir haben schon mal Aufträge für Dulaks Turm, für das eine Gebiet. Einen Auftrag von Shalanda für das zweite Gebiet. Jetzt fehlt nur noch etwas über die Bestie herauszufinden. Beinahe unter meiner Würde. Und über diese Kultisten. Ah, das sieht schon mal nicht wie ein Tempel aus, sondern eher wie ein Gemischtwarenladen, aber hier ist niemand. Die Regale sind auch alle leer. Ja. Was?
beinahe. Hier ist nur eine Treppe hinunter. Nichts leichter als das. Okay. Ich glaube, wir haben den Tempel gefunden. Einen Tempel gefunden. Oder ein, besser gesagt, den Zeremonieort der Kultisten, so wie das aussieht. Aber hier ist zurzeit niemand. Dies ist eine falsche Tür. Dahinter befindet sich nur Felsgestein. Okay, wir wissen jedenfalls schon mal, haben wir einen Hinweis auf diese Kultisten gefunden, von dem wir gehört haben. Aber sonst keine Spur von denen. Na gut. Nichts leichter als das. Wir sind aber ja noch nicht fertig mit unserem Schauen. Bürgerlicher? Können wir uns etwa wirklich zwischen den beiden Häusern hier durchquetschen? Ja, können wir. So, hier sind wir am Fluss. Ja, das müsste der Fluss sein, oder? Genau, am Fluss. Nicht am Meer, sondern am Fluss. Sieht man daran, hier sind nur ein paar kleine Stege mit kleinen Ruderbooten. Ich habe nichts gesagt, oder? Da steht ein großes Schiff, oder? Ja. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Hier, der Fluss ist groß genug, dass sogar kleinere Schiffe hier ankern können. Was eigentlich recht cool ist. Hier sind Ställe mit Pferden. Und hier sind wir auf der anderen Seite von dem Teil hier. Gut. Ja, okay, bevor wir da durchgehen, wir gucken uns auf jeden Fall hier oben noch um. Fort mit euch, Bettler! Wer bist du, Fenrus? Einen schönen Tag euch allen. Mein Name ist Fenrus Bolon und es ist meine Ehre, mit euch zu sprechen. Wie kann ich euch helfen? Ich bin erfreut, euch kennenzulernen. Habt ihr die Führung durch Dulags Tor mitgemacht? Es bedeutet mir nichts, dass ihr Fenrus Bolon seid. Ihr seid offensichtlich nicht wichtig. Wie unhöflich. Verzeih mir, dass ich euch störe. Im Moment will ich nichts. Habt ihr die Führung mitgebracht? In der Tat, das habe ich. Es war eine wunderbare Führung, obwohl sie ganz schön teuer war. Warum fragt ihr? Vielleicht spielt ihr mit dem Gedanken, meinen Fußstapfen zu folgen? Wir dachten, ihr würdet vielleicht die Zeit finden, uns ein bisschen was vom Turm und der Führung zu erzählen. Schmeichelt euch nicht selbst, Fenrus. Wir wollen nur ein paar Informationen und die wollen wir jetzt gleich. Hört auf, euch so aufzuspielen und erzählt uns, was ihr vom Turm wisst. Nein, nehmen wir das erst und bleiben wir freundlich. Die Geschichte dieses unglückseligen Turms ist faszinierend. Dulag Tolltöter, ein großer Held des Zwergenvolkes, erbaute den Turm. Während seiner langen und erfolgreichen Laufbahn häufte Dulag große Reichtümer an. Den Gerüchten nach hatte er ganze Räume voller Edelsteine und eine große Halle, deren Boden mit verstaubten Goldmünzen bedeckt war. Also war Dulag reich. Mit der Hilfe angeworbener Zwerge grub Dulag viele Kammern und Durchgänge in den Felshügel und erbaute auf ihn einen einsamen Turm. Dort wollte er eine Zwergengemeinschaft gründen und umgeben von glücklichen, wohlhabenden Verwandten alt werden. Stattdessen machten sich Doppelgänger mit Hilfe verdorbener Verräter daran, die Begleiter von Dulag zu töten und an deren Stellen anzunehmen. Nachdem der Zwerg voller Entsetzen die erste Täuschung entdeckte, wurde er von den anderen angegriffen und verbrachte 10 schreckensgefüllte Tage damit, sich durch seine eigene Festung zu kämpfen. Gejagt von Monstern, die wunderbar vertraut aussahen und doch seinen Tod herbeiwünschten. Letztendlich blieb er allein und siegreich zurück. Doch hatte er nicht die Macht, die flüchtenden Seelen heute aufzuhalten. Komischer Name, Seelenhäuter. In seiner Angst, dass sie zurückkehren würden, warb Dulag die besten Handwerker an, die er finden konnte, und begann damit, seinen Turm und den Felsturm darunter wieder aufzubauen. Diesmal als ausgefeilte Folge von Fallen, magischen Schutzwellen, geheimen Durchgängen, gleitenden Gefängniskammern und selbstauslösenden Waffen. Der hat also einen richtigen Horror-Dungeon gebaut, he? Einige Jahrhunderte lang nahmen die Dinge so ihren Lauf. Und der immer exzentrischer werdende Dulag lebte von Pilzen und so behaupten böse Zungen von den Leichen von Eindringlingen. Schließlich verstarb er und seine Knochen liegen vermutlich noch immer in einem der inneren Räume, geschützt durch tausende tödlicher Fallen. Seit ich die ersten paar Räume des Turmes selbst gesehen habe, muss ich sagen, dass es dort wohl so gefährlich ist, wie die Legenden behaupten. Es ist ein faszinierender Ort und ich empfehle euch sehr, dass ihr eine Führung mitmacht.
Ich muss jetzt gehen, leb wohl und genieß die Führung. Okay. Dann gucken wir mal hier rein. Ich muss mit euch sprechen. Bitte hört mir zu.